Es war einmal ein Stift. Das ist doch mein Skin, der ist schön, da kannst du nicht sagen. Hör auf! Du kannst nicht sagen. Psst. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Es geht heute um die... Ich muss kurz auf den Zettel gucken, warte. M249. Bald haben wir die Heavies alle durch, nur noch die zwei hier und dann geht es schon zu den SMGs und bald sind wir bei den Knives. Auf meinem 10. Platz ist die Contrast Spray. Die ist völlig zu Recht auf dem 10. Platz. Also es gab, glaube ich, nur 10 Waffen, wenn ich mich recht entsinne. Und da muss ich halt, also da sind halt alle Waffen, alle Skins, die es gibt, enthalten. Und deswegen habe ich auch so ein Gebilde hier drin. Und sie ist dennoch, ihr werdet es nicht glauben, die ist 56 Cent wert. What the fuck, denkt ihr euch jetzt? Habe ich mir auch gedacht. 56 Cent für das hingeschissene Stück Scheiße hier. Lächerlich. Da fahren wir hier auf dem 9. Platz schon ein bisschen hübscher, aber auch nicht wirklich. Also die Textur sieht so merkwürdig aus, so Team Fortress-mäßig, Sims-mäßig, was weiß ich, so einfach. Es gibt kein Muster, kein Material. 40 Cent. 40 Cent, bitte überleg doch mal. 40 Cent für das Ding? What the fuck? Man kann sich ja fast freuen, wenn man so eine M249 gedroppt bekommt nach dem Spiel. Das ist doch krass. Davon kann ich den Kaugummi kaufen. Alter, jetzt wird es schon minimal hübscher. Wir haben hier auf dem Platz 8 die Gator Mesh. Die hat immerhin ein Muster. Alligatorenmäßig, Schlangenhaut kann man auch sagen, Geckohaut auch völlig in Ordnung. Hase geht wiederum zu weit, aber Gecko kann man noch sagen, oder? Gecko, die Schlange ist noch in Ordnung. Schub. Und ihr werdet nicht glauben, dieses Ding kostet nur 6 Cent. What the fuck? Diese graue Waffe, der Standard-Skin, kostet 40 Cent und das Ding kostet 6 Cent. Die sieht ja immerhin etwas nach was aus, ne? So Frauen, die so Louis Vuitton-Handtaschen tragen mit Alligatorenzähnen drin, denen gefällt sowas auch, ja? Auf dem Platz Nummer 7 haben wir hier die M249 Jungle Didi. Didi-Pads, ihr wisst es ja, wir wissen es ja, die gefallen mir und uns eigentlich ganz gut. Solche Tarnmuster sind immer recht schick. Das sieht direkt aus, als wenn hier so eine Minecraft-Map von oben drauf wäre. Das ist ein super Gerät. Mit dem kann ich cheese, mit dem kann ich auch, keine Ahnung, halt irgendwas machen. Ihr merkt, die Nacht hat zugeschlagen. Ich bin so ein bisschen wortkarg. Es ist immerhin schon 3:02 Uhr, also 3:02 Uhr ist schon so wie 4:05 Uhr hart. An der Grenze. Die ist 3,68 € wert. Und ich würde sagen, das ist sie eigentlich nicht. Aber naja. Guck mal, hier haben wir eine Waffe. Die sieht doch nach was aus, oder? Die Blizzard Marbleized. Oder Marbleized. Doch, Marbleized. Mein Platz Nummer 6. Die sieht wirklich schön aus. Die könnte man auch gut mit einer Ice Cap spielen. Noch nebenbei mit einer Tech 9 Ice Cap. Es ist so geil, seitdem ich diese Top 10 Dinger mache, kenne ich mich jetzt auch so ein bisschen aus. Und kann echt so etwas einschätzen, was mir wie und warum gefällt. Weil er mich ja auch andauernd fragt, was ist dies, dein Lieblings und was. Und jetzt kann ich das langsam mal sagen. Ich meine, die Marbleized ist es nicht. Aber die ist schon auf Platz 5 immerhin. 6. Platz 6. Beruhigt euch, es ist schon spät. Da kann man auch gerne mal auf dem falschen Zettel lesen, ja? Eier und Milch, okay? Dieser Skin kostet, und jetzt passt auf, in Factory New, ohne Stat-Track, 27,28 €. Die Preise sind übrigens wieder von CSGO Stash, falls jemand fragt. Eine reine Informationsseite, soweit ich weiß, kann man da keine Skins kaufen oder verkaufen. Es ist nur eine Informationsseite. Falls ihr Skins kaufen oder verkaufen wollt, dann schaut mal unten in meiner Videobeschreibung, da habe ich meinen Skinbaron-Link. Da könnt ihr mich, wenn ihr wollt, unterstützen. Denn da bekomme ich immer einen kleinen Anteil ab. Falls ihr euch über meinen Link da anmeldet, bekomme ich halt da so ein bisschen was. Ihr könnt euch aber einfach so anmelden und dürft nur nicht auf meinen Link klicken. Weil sobald ihr da draufklickt, seid ihr über mich gehanswurstet. Ne? Passt auf. Pass auf! Oh, der durchsichtige Stift. Es war einmal ein Stift. Platz Nummer 5. Wo ist er denn? Na, jetzt wird's doch immer leckerer hier, oder? Immer leckerer. Die Spectre hat schon was. Ich meine, sie ist immerhin auf meinem 5. Platz, ja, da muss man ja was an sich haben. Das Farbenspiel ist ganz schick, wobei ich mehr Gelb drin hätte, wenn es nach mir gehen würde. Und das Weiße ist dann dafür zu unweiß. Ich hätte das einfach nur weiß gemacht damit und nicht mit diesem, ist das auch wiederum Tarnmuster? Ich kenne mich da nicht so aus in der Texturierung. Es scheint so, als wenn das hier jetzt halt wieder in Richtung Tarnmuster geht. So Military Style, Panzer und so. Der Preis beträgt übrigens 16 Cent. Wir kommen immer weiter auf meinen 1. Platz und es wird immer günstiger. How is that even possible? I don't know. Oh my gosh. Jetzt labert ihr hier schon wieder. Manchmal macht er mir so ein bisschen Angst, ne? Auf dem Platz Nummer 4 liegt die M249 System Lock. Das ist doch mal was. Das ist doch mal ein Skin. Der ist schön. Da kannst du nicht sagen. Hör auf. Du kannst nicht sagen. Psst. Rot und Schwarz gemischt sieht immer sehr, sehr cool aus. Hier steht doch drauf System Lock, damit kann ich das System locken und richtig abeskalieren. Und ihr werdet es nicht fassen. 22 Cent ist das Teil wert. 22 Cent. Darf es das geben? Und diese andere Wumme da, die allererste, die ich euch gezeigt habe, diese matschige Scheißwaffe, 56 Cent. Wie geht das? Wie passiert sowas überhaupt? Wer macht die Preise? Angebot und Nachfrage, also wir alle. Merkwürdig, worauf wir stehen, ne? Naja, jetzt kommt wieder meine Top 3. An der Stelle dürft ihr gerne wieder raten, was wohl auf meinem 3., auf meinem 2., auf meinem 1. Platz so ist. Ich bin gespannt. Ich lasse euch kurz Zeit.
und genug Zeit. Auf meine Platz Nummer 3 ist die Shipping Forecast. Sieht hier nicht nach was aus? Die ist schon schnieke, ne? Ich meine, hier hätte man ruhig einen direkten Übergang machen können, aber sei es drum. Farbe geht schon Richtung meiner Lieblingsfarbe. Es ist schon fast ein Grün, kann man sagen. Aber auch ein bisschen blau. Jedoch auch einiges an Blau und Silber halt. Aber so die Welt. Zum Zeitpunkt meiner Beschauung war sie 3,19 Euro wert. Eben habe ich jetzt aber zufällig beiläufig so praktisch im Augenwinkel gesehen, dass sie hier 1 Euro wert ist. In Factory New jetzt, in Steam selbst. Nur mal so am Rande erwähnt. Die ist schon schick, ne? Die ist schon... Sieht scheiße aus dahin, aber... Auf meinem zweiten Platz liegt die M249 Nebula Crusader. Für jeden Gamer, ich hab's schon oft gesagt, die M249 der Wahl. Seiner Wahl, die Walfangschiffe. Warte mal kurz, sehe ich das richtig? Geht die Trommel, die Munitionstrommel oder was es hier ist, geht in die Wand da hinten rein. Das ist ja wohl lächerlich, da hätten sie doch mal ein bisschen drauf achten können. Guck dir das mal an, wie scheiße sieht denn das aus? Naja, egal. Der Skin... Für jeden Gamer. Zumindest jeder, der etwas auf sich hält, beziehungsweise, ich sag mal, auch schon so, möglicherweise auch für Leute, die ein älteres Kaliber sind, ja, die auch mal eine Runde Space Invaders gespielt haben, oder so. Wie eine Brotdose von früher sieht das aus. Das gefällt mir super gut. Ich sag nur eins, Delicious, Platz Nummer 2, verdient, Kostenpunkt, 1,59 Euro. Geht. Komm mal nicht um, geht. Jetzt kommt der erste Platz. Guckt euch dieses Biest an. Magma. Sieht die nicht geil aus? Um Himmels Willen, Jesus, nee. Jesus, nee. Mein lieber Scholli. Was ich wirklich augenkrebsmäßig schon fast finde, das Teil hier unten ist einfach grün Standard. Das sieht so scheiße aus, ich weiß nicht warum. Aber das hier oben sieht so krass pervers aus. Es war ein ganz brutales Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Nebula Crusader und der Magma. Das hier war ein riesiger Minuspunkt, sodass sie halt fast auf den zweiten Platz gerutscht wäre. Aber so an sich finde ich den Skin so fucking sick. Guck dir mal den Scheiß hier an. Es sieht aus, als wenn Magma unter Wasser sich durch Platten durchdrücken würde. So sieht's aus und das finde ich einfach so richtig geil. Wenn das hier nicht wäre, wäre sie mit einem riesen Vorsprung ganz, ganz weit oben. Nichtsdestotrotz, mein Platz 1. Das ist ein Tier ohne Ende. Die Kosten belaufen sich auf 26 Cent. Das ist wirklich völlig machbar, finde ich. Für 26 Cent, Factory New, so ein Ding... Kann man sich mal leisten. Ein weiteres Top 10 geschafft. Ich hoffe, ich bekomme es noch schnell geschnitten, weil ich ja eigentlich jetzt schlafen möchte irgendwann. Die Aufnahme ist 19 Minuten lang. Da muss ich noch ein bisschen schnippeln, ne? Ist klar. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und dieses Wochenende ist noch ein 12-Stunden-Stream. Höchstwahrscheinlich von Samstag auf Sonntag. Es könnte aber auch sein, dass er von Freitag auf Samstag geschieht. Wollen und ich müssen uns dann noch absprechen. Seid dabei, das ist der letzte sehr lange Stream, bei dem man Punkte, also Bubble Dollar, für das Knife Giveaway sammeln kann. Danach werden nur noch die normalen Streams kommen. Am 1.4. ist das Knife Giveaway ja erstmal vorbei und dann werden die Gewinner bekannt gegeben von den 20 Skins, beziehungsweise den 19 Skins und dem einen Knife. Ihr könnt natürlich gerne jetzt einen Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt, aber hab ich gesagt. Ja gut! Das habe ich nämlich nicht gesagt. Schissel. Fuck, das hat gar keine Dramatik gehabt. Den Zettel sieht man ja nicht. Der Kier ist jetzt so krass, dass man das einfach gar nicht mehr sehen kann. Ich habe es jetzt perfekt eingestellt. Ich habe vorhin noch ganz schnell den Greenscreen aufgestellt. Ich habe mehr weg gehabt, abgebaut, weil wir gestreamt haben, halt 24 Stunden. Da war Wallen hinter mir, damit man ihn richtig sehen kann. Aber ich habe mir jetzt schnell wieder aufgebaut und habe heute erst entdeckt, heute, dass der Greenscreen oben eine Lasche hat, wo ich ihn einfach so einfädeln kann. Ich glaube, ich habe ihn sogar nur deswegen gekauft, weil er die hatte, aber habe es voll vergessen gehabt am ersten Tag, wo ich ihn hatte. Dann habe ich ihn voll behindert mit so Klammern festgemacht, hier so ein Aff. So weit, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Da kann man übrigens überall drauf drücken, auf den Kram da, gell? Zum Abonnieren, letztes Video, Playlist und es ist noch so ein Button für zufälliges Video. Ciao!